So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Bild und Ton sollte da sein. Alle anderen Programme außer Guidance würden geschlossen. Ich hoffe, die Verbindung passt. So, zunächst der Risikohinweis und dann legen wir auch sofort los. Beginnen wir mit den asiatischen Märkten. Hier gab es ja im Nikkei eine Kaufmarke, die aber auf Schlusskursbasis nicht aktiviert worden ist. Und hier wird jetzt weiter auf einen Rücklauf, ja, an die 16.000 Punkte Marke gesetzt. Und von dort aus sollte dann der Index bullisch nach oben abprallen. Inwiefern das Gap jetzt geschlossen wird oder eventuell ein Stück weiter oben der Index dreht, ja, muss man eben abwarten. Aber aktuell, ich schalte hier auch noch mal kurz auf die Indikation zurück, weil hier Guidance ja des Öfteren Probleme hat, die Kurse darzustellen. Aber hier bleibt der Index bei 16.600 Punkten und das war ja das alte Kursziel nach dem Ausbruch von hier unten über die 16.050er Marke. Der Hang Seng Index, ja, hat jetzt hier eine schwarze Kerze, also der Öffnungskurs, aber das ist jetzt die Indikation auch, war der höchste Kurs und dann ging es eben rund. Ja, 200 Punkte nach unten. Hier liegt noch ein Kaufsignal. Das Verkaufssignal liegt da oben, ist also noch nicht erreicht worden, um die 2000 Pips voll zu machen. Das ist ja das Szenario von den letzten Wochen und das Verkaufslimit liegt seit letzter Woche dann im Markt. Bei den Forex-Paaren, australischer Dollar, kanadischer Dollar, entwickelt sich wie gewünscht. Das ist jetzt hier eine schöne Aufwärtsbewegung, hat den Rainbow im 4-Stunden-Chart deutlich hinter sich gelassen. Und hier kann sich jetzt nun, ja, das Paar auf die 0,99er Marke vielleicht aufmachen. Diese alte, das ist ja nicht eine alte Variante, da wurde ja das Kursziel, die Korrektur ja erreicht. Und von dort sollte es wieder nach oben gehen, also die Abwärtsrichtung genau eingeschätzt und bislang eben auch die Aufwärtsrichtung. Sonst, hier ist noch nichts aus US-Dollar, japanischer Yen, ist keine neue Erkenntnis und ist kein Handlungsbedarf in meinen Augen nötig. So, und dann kommen wir zum Gold und zum Silber. Gold hat hier schön auch zeitlich hier das Ziel erreicht. Dann gab es eine bullische Pullback-Bewegung, allerdings eben nicht wie jetzt hier auch über den Oberkante des Rainbows, ging es nicht drüber und erreicht jetzt nun hier wieder den EMA 200 im 4-Stunden-Chart. Nochmal exakt hier angelaufen und im Prinzip sollte diese Zone hier halten. Eine weitere untere Anlaufmarke wäre immer noch hier dann die runde 1300er Marke und in Extremfall, aber das wäre wirklich nur ein schneller Abverkauf, natürlich hier runter auf die Aufwärtstrendlinie, aber das wäre jetzt hier schon, finde ich, nicht mehr so bullisch, das bleibt hier bullisch. Und das andere Trendsignal ist ja auch erst bei 1350 denkbar. Im Silber, da hat sich das Jahr ja auch schön ausgebildet, allerdings eben dann mit dieser Tageskerze halb negiert. Hier ist mal der 4-Stunden-Chart noch. Wer jetzt hier dann wirklich, im Video erwähnt, wer jetzt hier wirklich noch diese Position verkauft hat, kann sich natürlich hier unten nochmal auf die Lauer legen. Hat man jetzt hier die zwei Positionen, ja, die ja nur die Hälfte noch ausmachen,
dann sollte man hier natürlich jetzt hier noch keine dritte oder sonstige Position dazu kaufen. Das passt im Moment noch. Natürlich, wenn hier das Low, also das Tief, unterschritten wird, ja, sieht es nicht mehr ganz so gut aus. Erstmal natürlich für die zwei Positionen, die Hauptzone, wie ist, bleibt immer noch wie eben eingezeichnet. Bei ja, 16, an 18,60 oder 18,70 bis 18,50 rund. Der DAX hat hier in der Nacht, das ist die JFD-Indikation, ist nochmal an das Kursziel herangelaufen, 10.200, davon dann abgeprallt und kurz nach der Eröffnung um 8 Uhr dann von 10.130 ja, wieder ein bisschen hochgelaufen, 30 Punkte. Bislang sieht man auch kaum Volatilität drinnen, trotz der ganzen schrecklichen Nachrichten, die am Wochenende aufkamen. Das Chartbild beim DAX, habe ich jetzt hier die Stunde, aber hier kann man auch auf 4 Stunden. Man sieht ja, dass hier der DAX exakt hier abgeprallt ist. Er hält sich noch dann oberhalb von 10.070, lief ja nur am Freitag kurz an. Und ja, wirklich neue Erkenntnis. Ich meine, diese Unterstützung oder der damals ein Widerstand war, um hier unten abzufallen, ist jetzt natürlich eine Unterstützung. Oberhalb jetzt 10.070 darf sich das eben hier dann trotz der Geschehnisse nach oben ausweiten. Allerdings eben auf den Blick auf die US-Indizes. Hier könnte langsam schon richtig die Luft ausgehen. Also muss man erstmal die Eröffnung abwarten, um zu schauen, wo der DAX dann wirklich vielleicht hin will, um Einstiege zu suchen, Euro, US-Dollar. Ja, gibt es aktuell nicht wirklich auch viel zu sagen. Der Unterstützungsbereich ist noch intakt. Diese Marke hier unten bei 0, bei 1, 0, 9, 3, 1 ist dann nur ein Signal, wenn es auf Wochenbasis dies unterschritten wird, auf Wochenschlussbasis. Danke fürs Zuhören. Bis morgen oder bis später halt. Video gibt es dann heute Abend erst wieder natürlich.